Mein Name ist Wolfram Enzlin und ich möchte in den nächsten Minuten Ihnen meine Lieblingsquelle vorstellen, nämlich die Bauplanpartitur zu Karl Philipp Emanuel Bachs Matthäuspassion 1777. Werfen wir einen Blick auf die ersten Seiten dieser sogenannten Bauplanpartitur. Am Anfang sehen wir einen Choral untextiert, dann kommt der Hinweis, grün hier markiert, von mir Anfangschor Nummer 1. Es folgt aber nicht der Chor, sondern direkt danach geht es weiter mit einem Rezitativ, Text, Jesus, fallet, der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Und dann hört es schon wieder auf, der Hinweis Chor Nummer 2. Dann auf der nächsten Seite sehen wir rot umrandet, dass irgendwo eine Arie sich befinden muss, die Nummer 3, wo selige Augen ins D-Dur transponiert. Dann der Hinweis auf einen Choral Nummer 129, Strophe 6. Dazwischen Rezitative, dann rot umrandet Chor Nummer 4. Danach folgt ein Choral, wiederum untextiert. Und schließlich auf dem letzten der Beispielseiten finden wir oben den Hinweis, dass nach dem Chor Weissage uns der nachfolgende Choral wegbleibt. Und in diesem Stil geht es weiter auf den nächsten Seiten, dass immer wieder kurz fragmentarisch Hinweise gebracht werden auf Rezitative, auf Arien, auf Choräle. Aber wie gesagt, mit dieser Partitur, dieser Autographenpartitur von Karl Philipp Emanuel Bach, kann nicht vollständig musiziert werden. Diese Partitur reichte bei weitem nicht aus, dass der Kopist ein Aufführungsmaterial für die Matthäuspassion erstellen konnte. Dazu waren weitere Quellen notwendig, auf die ich in Kürze näher eingehen werde. Aber lassen Sie mich zuerst noch ein paar Worte verlieren über Bachs Situation in Hamburg im Allgemeinen und zu seinen Matthäuspassionen im Besonderen. Als Karl Philipp Emanuel Bach an Ostern 1768 seine neue Stelle als Musikdirektor der fünf Hamburger Hauptkirchen und Kantor des Johanneums antrat, änderte sich sein Leben komplett. Nach fast 30-jährigem Dienst als Cembalist am preußischen Königshof Friedrichs II. In Berlin bzw. Potsdam begleitete er nun die wichtigste und einflussreichste kirchenmusikalische Stelle in der bürgerlich geprägten freien Stadt Hansestadt Hamburg. Es handelte sich um eine der bedeutendsten Musikerstellen im damaligen deutschsprachigen Raum schlechthin. Bach war nun verantwortlich für die Aufführungen der regulären gottesdienstlichen Figuralmusik, die nach einem festgelegten Rhythmus abwechselnd in den Hauptkirchen St. Petri, St. Nikolai, St. Katharinen, St. Jakobi und St. Michaelis stattfand. Dazu kamen bei gesonderter Vergütung unter anderem die Einführungsmusiken für die neu gewählten Hamburger Pastoren und Diakone, desgleichen für die neuen Rektoren des Johanneums sowie die Trauermusiken für verstorbene Bürgermeister. Alles in allem handelte es sich um mehr als 120 kirchenmusikalische Aufführungen jährlich. So bestand Bachs Arbeitsalltag in erster Linie aus der Vorbereitung der Gottesdienstmusiken, das heißt Auswahl, Zusammenstellung oder Komposition der aufzuführenden Figuralmusiken, deren Anpassung, sofern notwendig, an Hamburg-spezifische Traditionen oder an geänderte sängerische Dispositionen, bei neu komponierten oder veränderten Werken die Überwachung des neu auszuschreibenden Stimmenmaterials, sowie deren Einstudierung und Aufführung. Bach waren diese Arbeitsabläufe zum Teil insofern vertraut, da er sie selbst als Heranwachsender bei seinem Vater in Leipzig, währenddessen Thomas Kantorat, miterlebt hatte.
Zu seinen Aufgaben gehörte die Aufführung einer Passion, die jährlich wechselte nach dem Evangelisten. Das heißt, nach Matthäus kam Markus, ein Jahr später Lukas und schließlich Johannes, bevor es dann wieder losging mit diesem vierjährigen Turnus. Da er 1768 an Ostern seine Stelle antrat, hatte er die Passion 1768 gerade verpasst. Das bedeutete, zum ersten Mal schrieb er eine Passion im folgenden Jahr 1769. Er entschied sich für die Matthäus-Passion. Und wie Sie dieser Übersicht entnehmen können, folgte dann tatsächlich im Vierjahresrhythmus eine Matthäus-Passion 1773, dann 1777, das ist unsere Matthäus-Passion gewissermaßen, 1781, 85 und schließlich, selbst nach seinem Tod kam es noch zu einer Aufführung 1789, denn kurz vor seinem Tod hat er starb im Dezember 1788, seine Matthäus-Passion für das darauffolgende Jahr bereits vollendet, sodass diese posthum aufgeführt wurde. Diese Passionen haben einiges gemeinsam, andererseits auch einige Unterschiede sind zu bemerken. Gemeinsam haben sie, dass der Evangeliumstext identisch ist, die Bibeltextvertonung orientiert sich weitestgehend an seiner ersten Matthäus-Passion. Dort hat er integriert die Chöre des Volkes, das waren Chöre, die er aus der Matthäus-Passion seines Vaters übernommen hat. Und die hört man dann in den weiter nachfolgenden Passionen immer wieder. Choralsätze übernahm er weitestgehend, änderte häufig dann aber die jeweilige Strophe. Was er aber änderte, waren die madrigalischen Stücke, Arien und Chöre. Kehren wir nun zu der Bauplanpartitur zurück. Auf der ersten Seite sehen Sie, wie gesagt, den Choral Nummer 118, Strophe 1 und den Text konnte der Kopist dem Hamburger Gesangbuch, das damals aktuell war, aus dem Jahr 1766 entnehmen. Der Anfangschor Nummer 1, was verbarg sich da dahinter? Wie wir dieser Autographenpartitur, die ebenfalls als Nummer 1 überschrieben ist, entnehmen können, handelte es sich um den Chor Erforsche mich. Es handelt sich um eine autographe Partitur von Carl Philipp Emanuel Bach. Er hat ein Klavierlied nach einem Text von Gellert nun für Chor und Orchester bearbeitet. Wie gesagt, eine Eigenkomposition, eine Selbstbearbeitung gewissermaßen. Und nach diesem Chor Nummer 1 sehen wir nun Fallet, der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. So begann aber nicht der Bibeltext, denn der Bibeltext begann eigentlich, da kam Jesus mit ihnen zu einem Hofe, der hieß Gethsemane. Was hat es nun zu bedeuten? Folgendes. Hier in der Autographenpartitur von 1769 hatte der Kopist das Rezitativ so weit komplett abzuschreiben, bis zu der Stelle, als es dann heißt, fallet, der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Oben sehen wir die Vertonung aus der Matthäus-Passion 1769, die Vorlage, und unten dann der Ausschnitt aus der Bauplanpartitur 1777. Und warum hat er diese Stelle eingefügt oder beziehungsweise erst dort angefangen zu schreiben? Wenn Sie genau die Noten vergleichen, sehen Sie, hier ändert er die Noten und nach dem Text, das Fleisch ist schwach,
hat er 1777 einen Chor eingefügt, den Chor Nummer 2, während 1769 das Rezitativ der Evangeliumstext weiter fortgeführt wird. Während oben in C-Moll endet bei dem Text, das Fleisch ist schwach, endet es 1777 auf D oder in D. Und wie wir erkennen können am eingefügten Chor, es handelt sich um ein Stück in D-Moll, da passt eben ein Abschluss zuvor in D sehr, sehr gut. Diesmal fügte er keinen eigenen Chor ein, sondern einen Chor aus einer Kantate von Georg Anton Benda, den Eröffnungschor Erwache von dem Sündenschlafe. Doch der Kopist hatte nicht nur die Noten aus dieser Partitur abzuschreiben, sondern noch hinzugefügt von Carl Friedrich Emanuel Bach die neu dafür komponierten Hornstimmen. Hier sehen Sie oben Nummer 2 F nach den Worten, aber das Fleisch ist schwach. Es ist eindeutig dieser Chor dafür gemeint. Nach dem Chor geht es dann wieder weiter mit dem Evangeliumstext zum anderen Mal und dann rot umklammert ist ein Zeichen, das man gewissermaßen als und so weiter übersetzen kann. Denn hier kommt nochmal der ganze Text, der nachfolgt, aus der Vorlage von 1769 bis zu der Stelle, wo Judas sagt, greifet, und der Evangelist, und alsobald trat er zu Jesus und sprach. In diesem Stil geht es immer wieder weiter in den nachfolgenden Blättern mit Hinweisen auf verschiedene Nummern und mit diesen und so weiter Merkmalen, wo dann der Kopist einfach die Vorlage aus der Passion 1769 zu übernehmen hatte. Was lag nun alles für die Erstellung des Stimmenmaterials auf dem Tisch des Kopisten bereit, um einen vollständigen Stimmensatz zu erstellen? Zum einen unsere Bauplanpartitur von 1777, gewissermaßen als Merklinie, woran sich der Kopist zu orientieren hatte. Dann die autographe Partitur der Fassung 1769 für die Bibeltextvertonung. Im Anschluss dann insgesamt 8 einzelne Nummern, die er auch als Nummer 1 bis Nummer 8 so gekennzeichnet hat. Das waren Arien und Chöre, die er selbst komponiert hat oder aus anderen Stücken von fremden Komponisten übernommen hat. Von Benda, von Karl-Heinrich Graun oder Gottfried August Homilius. Und last but not least hatte natürlich das Hamburger Gesangbuch auf dem Tisch zu liegen, nämlich die Ausgabe von 1766, wo er dann den jeweiligen Choraltext übernehmen konnte. Erst mit diesem ganzen Material konnte man den Aufführungsstimmensatz der Matthäuspassion 1777 erstellen. 23 Stimmen des Kopisten Anonymus 304, darunter verbirgt sich vermutlich der Altist Schieferlein, sind überliefert. 8 Vokalstimmen stehen 15 Instrumentalstimmen gegenüber. Hinzuweisen ist auf die Tatsache, dass es 3 verschiedene Orgelstimmen gibt. Das hängt mit der unterschiedlichen Stimmung der Kirchenorgeln der verschiedenen Hamburger Kirchen zusammen. Und mit diesem Material konnte man in den 5 Hamburger Hauptkirchen die Matthäuspassion 1777 an den Sonntagen vor Ostern hören. Es handelt sich um eine Komposition von Carl Philipp Emanuel Bach unter Verwendung von Kompositionen seines Vaters Johann Sebastian Bach sowie seiner Komponistenkollegen Georg Anton Benda, Karl Heinrich Graun und Gottfried August Homilius. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.